Here we go. Limonaden, Dschungel 2, giftige Gewässer. Und damit herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Ja, wir sind hier jetzt immer noch im Limonaden-Dschungel. Und ich frag mich jetzt schon. Ah, okay, ich frag mich nicht. Ich weiß es. Nein. Oh Gott, ich musste mir kurz wegschmeißen. Okay, anscheinend weiß ich doch nicht, wie man da hinkommt. Aber es passt schon. Ist in Ordnung. Hier müssen wir anscheinend wieder richtig springen. Wie auf dem Boot schon bei. Bei Bowser, beziehungsweise Bowser Jr. Oh, das war ja schön getimed, oder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft, meine arme Eiche. Das ist nicht meine. Oh, das ging sogar echt. Okay, hier geht es ein bisschen safe. Aber bis jetzt ist das Level hier ganz gut gemacht, finde ich. Ich habe mich schon verarscht gefühlt hier. Aha, schaut, hier geht's nach oben. Oh mein Gott, hier wieder Noni, der Secret Finder am Start. War ja klar, dass hier ein P-Switch ist, ne? Okay, wir haben es geschafft. Jetzt nehmen wir schön alle Münzen runter. Oh, Money on Point. Nice, ich glaube, wir haben sogar gerade ein Level abgekriegt. Alle bis auf 2 Münzen. Gekriegt. Hier. Im 2. Level des Limonaden-Dschungels. Also, ich bin eine Maschine, falls ihr mich noch nicht kennt. Okay, so geht es schon mal nicht. Oh Gott. Oh, ich hab's gewusst. Hier geht's doch safe nach einem One-Up. Nein. Auch nicht? Okay, das verwirrt mich jetzt. Das war eigentlich hier zu erwarten. Und hier müssen wir einen Koopa reinschmeißen. Oh mein Gott, Skill. Ach Gott, hier könnten wir reinfliegen. Oh, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Okay, nice. Jetzt könnte ruhig schon mal wieder hier in der Eiche kommen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, genau. Dankeschön. Eiche Luigi sieht schon ganz nice aus, ne? Alles klar, was ist das denn? Ah. Rennen. Oh Gott. Nein. Schade. Ali, das ist gar kein haben wir gekriegt. Und ich habe mir so gedacht, oh Gott. Gott sei Dank haben wir sie. Aber, ja. Oh, da ist Mopsi. Guten Tag. Okay, ja, in dem Level ist es ganz gut. Man muss einmal über die riesigen Dinger hüpfen. Aber wir machen hier erstmal ein giftiges Gewässer. Fertig. Wir haben ja den Checkpoint, deswegen geht es ganz schnell. Oh Mann, unsere arme Eiche ist wieder weg. Ah ne, wir kriegen sie hier. Ja, nice. Lass mich verarschen. Ey, ich bin zu doof, Leute. Ach komm, da ist gerade der Block raufgekommen. Naja, wir sind ja schnell wieder dort. Und ich wollte eigentlich sagen, wir kriegen das Level ohne Probleme hin. Daraus ist jetzt leider nichts geworden. Naja. Wir kommen ja schnell. Wir kommen trotzdem relativ schnell durch. Durch die Eiche. Und es ist ja auch schon die 3. Starcoin. Das heißt, das Level geht auch nicht mehr so lang. So, das ist jetzt wieder mein Timing. Ja, schaut. Gut, jetzt gehe ich mal lieber hier hoch.
Und dann schauen wir mal, was hier ist. Ah, wieder eine Eichel. Komm mal her, Cooper. Nee, ich gleite jetzt mal lieber. Es ist ein bisschen sicherer. Und wir haben alles da, kannst deswegen müssen wir nicht auf Secrets achten. Nee, du, ich scheiß drauf, muss ich ehrlich gestehen. Oh mein Gott, wir sind ja so ein Secret-Finder heute. Ab nach oben. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ein Secret Exit vielleicht, ich weiß es nicht. Oh lol, echt ein Secret. Oh mein Gott, Leute, ohne Guide. Und ich wusste gar nicht, dass es hier einen gibt. Aber nehme ich gerne entgegen. Ne? Wow. Ah, Secret, hat er sogar gesagt. Gutes. Wow, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Müssen wir das normale Ende auch nochmal sehen? Ich weiß es nicht. So, wo geht's denn hier lang? Wow, wir können die komplette Karte eigentlich überspringen. Aber das machen wir natürlich nicht. Limonadendschungel. Ja, den normalen Exit müssen wir nicht anschauen. Gut, dann gehen wir uns jetzt mal kurz Mopsy. Denn P-Eiche kann ich immer gebrauchen. Wir haben jetzt nur noch eine, glaube ich. Hallo Mopsy, wir sprinten einfach Dauergehen. Oh Gott, der Gumba. Achso, ich habe gerade gedacht, wir haben eine P-Eiche. Oh Mann, das war so dumm. Nein, Mopsy, bleib stehen. Wir haben nur 80 Sekunden noch. Ist mir egal. Wir haben Mopsy. Nehme ich lieber eine Power-Eiche statt eine Eiche, ne? Tausend Dank, hier, nehmen diese Power-Eiche. Danke. Danke, lieber Top. Tot. Was war das gerade? Okay. Dann macht Luigi auch gleich mal weiter, würde ich sagen. Ja, nice. Zweite Power-Eiche wieder. Ah, wir dürfen jetzt nicht mehr so viele einsetzen. Gut, weiter so. Hektik. Limonadendschungel 3. Ich feiere das, dass hier das alles so riesig ist. Ah, und euch kenne ich ja noch. Okay, du verpiss dich, da ich nur noch eine Feuerblume. Stimmt, wir können ja nur ehren. So wie nichts außer Coins sind. Ich hasse euch, Nintendo. Ja, wenigstens kriegen wir hier wieder. Oh, dich brauchen wir hier. Oh, wow, Leute. Aber wir schaffen es doch bestimmt noch so. Ja, sieht sehr gut danach aus. Ey, oder echt nicht? Oh, dann halt später. Okay, aber hier ist gleich schon die zweite Starcoin. Ah, nee, es war die erste. Oh, was war denn dann da oben? Oh, ich kann mal gar nicht töten. Es könnte sein, dass ich jetzt nicht drauf geachtet habe, wo wir gerade sind. Aber naja. Haben wir eigentlich noch eine Feuerblume? Das wäre jetzt gut zum Einsetzen. Ah, natürlich nicht. Nur Eisblume. Wow. Hacky. Hektik. So heißt es. Oh Mann, ich will meine One-Ups nicht verschwenden. Ah ja, genau. Ich warte einfach immer ab, bis hier geht's, ne? Ihr Hackies oder wie ihr heißt. Oh Gott. Risky. Ah, okay, danke schön für die Feuerblume. Ich glaube, das ist die einzige Sache, wie man euch besiegen kann. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir gefailt sind. Gibt's hier Eisblume. Oh, das ist bestimmt gut. Aber war jetzt nicht nötig. Hallo. Oh,
Oh, ich kann das nicht mit dem Wendspringen. Und immer, wenn ich so weit runtergerutscht bin, dann habe ich immer so Angst. Und dann passiert sowas. Naja, ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß es nicht, wie ich hier schneiden werde, weil das ist halt ziemlich am Anfang. Und mal schauen, ob ich diesmal es wieder hinkriege. Mann. Es ist so ein Abgewartet in diesem Level, ne? Naja, wir kriegen eh die Feuerblume wieder. Ja. Okay, wir kriegen wieder die Eisblume sogar. Das haben wir jetzt ganz gut drauf, würde ich sagen. Und Luigi kriegt auch wieder ein One-Up. Aber ich fail ja auch so oft, dann ist das gut. Ich bin ja froh, dass ich keine extra Anläufe wenigstens schaffe. Oh, da ist die Eisblume auch schon wieder weg, ne? Da unten ist, glaube ich, nichts. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal nicht. Da ist auch nichts, nein. Ich gehe hier weg, ganz ehrlich. So, jetzt schön warten. Ah, du gehst wieder hier zurück. Nicht verarschen. Wow, Coins. Flop. Okay, ja, jetzt muss ich wieder warten. Schon so ein bisschen blödes Level, sorry. Also ich finde es nicht so gut. Gibst du bitte ein Power-Up? Ja, gut. Wenigstens das. Okay, nice. Ja, ist mir egal. Wir haben die Star-Coin und darum geht's. Oh. Und wir haben die zweite verpasst. Und anscheinend ein Mini-Pilz. Oh, wir sind tot, oder? Nein. Ja, wenigstens. Okay. Anscheinend können wir irgendwo noch. Haben wir irgendwas übersehen? Schnell müssen wir unten rein. Ja. Ach Gott. Nee, das ist mir zu riskant. Ich will einfach hier das Level beenden. Wir sehen uns gleich, wenn ich die zweite Starcoin gefunden habe. Bis gleich. Here we go!
Here we go. Okay Leute, ich habe ja die zweite Starcam gefunden, einfach hier reinlaufen. Ich habe mir ja sogar gedacht, ach da bestimmt ist da nichts, ne? Wahrscheinlich war da ja doch was, ne? Bisschen verkackt, naja. Wir sehen uns gleich, wenn ich die abgeschlossen habe, die Starcoin. Am Ende des Levels oder auf der Weltkarte. Bis gleich. Okay, dann haben wir dieses Level auch jetzt zu 100% abgeschlossen. Jetzt aber erstmal hat mal endlich wieder der blaue Toad seinen Auftritt. Oh, er hat sogar eine Eichel. Ist vielleicht sogar gut für die E. Naja, da kommen jetzt Items, One-Ups und Bowser rausgeflogen. Okay, ja, wir brauchen noch ein paar One-Ups für unseren lieben Toad hier. Gut, eine haben wir. Drei. Ja, wow, Leute. Heute gibt es mal Cash. Nein, oh, das war knapp. Nein. Nein. Oh, wieder eins weg. Nice. Schade. Aber wir haben, denke ich mal, ganz gut hier. Das erste Mal richtig gut hier abgesahnt. Ja. Top 4 ist ein neuer Rekord. Yay, Toad kriegt erstmal mal. Endlich mal hast du ein paar Leben, Toad. Nicht nur irgendwie 8 und die anderen über 20. Endlich ist es mal ein bisschen ausgeglichen. Hier, Toad hat 18. Und. Wieso? Okay, Leute, wir sehen uns gleich beim normalen Exit von diesem Level. Thank you.
Okay, Leute, wir sind jetzt wieder gerade hier bei der Secret Exit. Da wäre man hier aus dieser Röhre gekommen. Ich denke mal, hier ist schon der normale Exit, oder? Ja. Ja, hoch, war noch ein One-Up. Gut, dann hat unser Toad jetzt schon 18 Leben. Okay, der, wie gesagt, Secret Exit war irgendwie Luck, aber ich bin froh darüber, ne? Genau. Ja, dann wird dieser Weg jetzt auch noch frei. Und dann gehen wir endlich zu Boom Boom. Zwar zum fünften Mal, aber naja. Limonadendschungel, Schlangenblockturm. Mit unserem Toad hier. Hoffentlich versagst du nicht so wie beim letzten Mal. Aber das kannst du ja schwer toppen. Der Toad hier. Ich bin einfach geschüttelt. Was gewohnt, keine Ahnung warum. Echt. Okay, das sieht uns ja nach einer interessanten aus, wo wir sogar echt gut haben, dass wir die Eiche hier dabei haben. Ach Gott. Hier ausgewichen, obwohl ich es nicht mal wusste. Und da kommt schon die erste Sack. Hab sie. Nice. Und wir haben sogar noch unsere Eiche. Immer schön vorne bleiben. Schade. Das passt dann auch schon mit der Eiche, ne? Oh mein Gott, ich hab Angst. Nein! Sterbe ich jetzt? Oh. Wir sehen uns gleich wieder. Hey Leute, ich bin wieder hier. Und ich hoffe mal, ich fail nicht wieder direkt. Ja, an derselben Stelle erstmal getroffen. Ist doch ein guter Anfang, oder nett? Fehlt ihr nicht? Okay, ja, gut. Coin. Oh Gott. Aber wenigstens wird es hier mit den Coins angezeigt, wo man lang muss. Das finde ich ja. Als ob man. Oh Mann, ey. Ich hab gedacht, man muss da bis zum Ende bleiben. Aber naja, ist nicht so krass schwer. Sehen uns gleich wieder. Wenn ich beide hab. Und ihr seht schon, Toad verkackt wieder gerade richtig. Schon vier Leben wieder weg oder so. Ach Gott.
Okay, Leute, ich hab's geschafft. Oh, und wir haben den Checkpoint nicht mitgenommen. Wow. Können wir nochmal zurück? Nein, natürlich nicht. Ah ja, das wird jetzt schwer. Ohne Checkpoint. Aber naja. Ich meine, wir kriegen es schon hin. Irgendwie. Warum auch immer hier noch so ein kleines ist. Aha, deshalb. Okay, nochmal alles. Wir sehen uns gleich und diesmal nehme ich den Checkpoint mit. Okay, Leute, ich bin wieder hier und ich habe den Checkpoint jetzt mal und bin sogar groß gewesen. Wow. Press mich selber von mir selbst. Aber naja, jetzt müssen wir ja noch die dritte Starcoin treffen. Naja, den Treffer nehme ich gerne hin, da wir ja dafür. So. Das ist jetzt schon mies gewesen, ne? Als ob ich es nicht hinkrieg. Wow, okay, wir sehen uns gleich. Oh, ah ja, Leute, das ist neu. Diesen Hilfeblock dürfen wir nicht nehmen, sonst können wir keine 5 shiny Sterne am Schluss haben in unserer Datei. Das passiert, wenn man zu oft fällt. Aber wir fällen ja eh nur wegen dieser Scheiß, wegen den Star Coins, wollte ich sagen. Oh Gott, Leute. Ich lebe noch. Okay. Mal schauen, was dieser P-Switch hier macht. Nichts? Are you serious? Ich hasse dich. Ernsthaft. What the fuck? Ich hab gedacht, der macht uns irgendeinen Weg frei oder so. Aber nee. Der war einfach komplett unnötig. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder an der Stelle beim P-Switch. Natürlich mit der dritten Starcoin. Toad, wir arbeiten wieder deine One-Ups weg. Thank you.
Okay, Leute. Wir sind wieder hier. Okay, das war jetzt mal wieder mega knapp. Hilfe. Ich will einfach nur hier raus, bitte. Ernsthaft nur ein One-Up? Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Nein. Mann, wir sehen uns gleich wieder. Das nervt so. Gut, Leute, ich bin wieder hier. Und diesmal bleibe ich einfach auf dem großen Weg. Weil, ich meine, wir haben alle Starcoins. Warum sollte ich einen anderen Weg nehmen? Hier müssen wir... Was? Als ob... Jawohl. Und hier gibt es noch ein Item. Okay, wir müssen jetzt nur... ihn besiegen. In Boom Boom. Besiegen. Als großer... Toad. Das ist wohl möglich, oder? Außer er wird jetzt komplett overpowered. Aber das glaube ich eh, glaube ich nicht. Oder? Was passiert denn mit dir? Alles klar, okay, er wird riesig. Ja, passt zu dem. Okay, ja, gut. Leute, ich gehe jetzt auf Safe. Ich will nicht nochmal diese scheiß Schlangen-Scheiß machen. Er kann halt immer noch nichts Neues. Er ist einfach nur groß. Aber es passt echt gut zu dem. Denn das ist ja das Thema des, der Welt. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob es in den anderen Welten auch so ist. Aber es wäre richtig cool auf jeden Fall. Aber oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir dieses Level abgeschlossen haben. Weil ich musste mich immer so sehr konzentrieren. Das war nicht mehr normal. Und jetzt geht's durch einen düsteren Wald. Gerne speichern. Oh, bin ich froh, dass wir das jetzt endlich abgeschlossen haben. Toad war jetzt nicht so krass, aber naja. Oh. Wow. Leute. Hier sieht es richtig cool aus. Vor allem die linke Seite. Ich finde es echt mega geil gemacht. Aber bevor wir ins lichtlose Labyrinth gehen, würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ich denke mal, in diesem Dämonaten-Dschungel-Geisterhaus, wie bei jedem Geisterhaus, gibt es wieder einen Secret Exit. Den muss ich jetzt erstmal nachgucken. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.